Flugschreiber und Voice Recorder der im Iran abgestürzten ukrainischen Passagiermaschine sollen noch an diesem Freitag geöffnet werden. Das meldete die staatliche iranische Nachrichtenagentur IRNA. Die Geräte seien beschädigt, könnten aber ausgewertet werden, hieß es weiter. Der Chef der iranischen Behörde für zivile Luftfahrt, Ali Abedzadeh, hatte sich skeptisch zu im Internet veröffentlichten Videos geäußert, die zeigen sollen, wie das Flugzeug von einer Rakete getroffen wird. Die Echtheit der Aufnahmen könnten nicht verifiziert werden, sagte er am Freitag. Zuvor hatten der kanadische Premierminister Trudeau und amerikanische Sicherheitskreise einen Raketenbeschuss als Absturzursache genannt. Unterdessen teilte die Lufthansa mit, man prüfe, wann die täglichen Flüge in die iranische Hauptstadt wieder aufgenommen werden. Am Donnerstag war eine Lufthansa-Maschine von Frankfurt in den Iran nach etwa einer Stunde Flugzeit umgekehrt. Grund sei eine geänderte Einschätzung der Sicherheitslage für den Luftraum rund um den Flughafen in Teheran gewesen, teilte Lufthansa mit.